für euch heute, wie man so einen Eiskristall arbeitet. Ein Eiskristall hat stets 6 Segmente. 5 habe ich hier schon mal vorbereitet und wie man den 6. macht, zeige ich euch. Die 5 habe ich auf einer Nadel stillgelegt. Ihr könnt dafür auch einen Schaschlikspieß verwenden, was ihr eben zu Hause habt. Ihr benötigt dazu 2 Häkelnadeln, weiße Gummiringe und einen Verschlussclip. Wir beginnen mit einem einzelnen weißen Gummiring, den wir 3-mal um die Nadel wickeln. Danach nehme ich 2 weiße Gummiringe und ziehe diese durch diese 3 Gummiringe, schlingen und lege den Anfang wieder zurück auf die Nadel. Ich habe nun 4 Schlingen auf der Nadel. Dann nehme ich 4 Gummiringe. 1, 2, 3, 4 und ziehe diese 4 Gummiringe alle durch diese 4 Schlingen auf der Nadel und lege den Anfang ebenfalls auf die Nadel zurück. Dann wende ich, nehme nun die 2. Häkelnadel und steche in die ersten 4 Schlingen ein und ziehe hier 2 Gummiringe durch und ziehe dann diese 4 Schlingen von der Nadel. Dann steche ich in die nächsten 4 ein, nehme wieder 2 Gummiringe und ziehe sie durch und löse die Häkelnadel aus. Dann wende ich, steche wieder in die ersten 4 Schlingen, nehme 2 Häkelnadeln und ziehe 2 Gummiringe und ziehe sie durch. Dann wieder in die folgenden 4 einstechen, wieder 2 Gummiringe nehmen und sie durchziehen. Dann wende ich und bin schon bei der letzten Reihe angelangt. Ich steche nun durch alle 8 Schlingen, nehme 2 Gummiringe und ziehe diese durch. Nun ist auch das 6. Segment fertig. Nun lege ich alle 6 Segmente auf die Häkelnadel. Wende dann. Dann nehme ich wieder 2 weiße Gummiringe, ziehe sie hier über den Zeigefinger und ziehe nun nach und nach diese 6 Segmente alle auf den Gummiring. Dann die 2 Gummiringe auf dem Zeigefinger ebenfalls wieder auf die Häkelnadel nehmen und nun diese linken 2 Schlingen unter diesen rechten durchziehen und hier den Verschlusshaken anbringen.
dann die Segmente gleichmäßig auf den Gummiringen verteilen und danach ist unser kleiner Eiskristall fertig. Ich wünsche euch viel Spaß damit.